So, wir schauen uns jetzt ein Video von einem jungen, aufstrebenden Bushcraft-YouTuber an. Bevor ihr meckert, gebt den Jungen eine Chance, bitte. Genau, also er ist noch nicht so lange in der Szene unterwegs, Ja. aber man soll ja auch neuen Leuten in der Szene Platz bereiten und den Weg ebnen. Deshalb schauen wir jetzt mal rein. Der junge Mann heißt Fritz Meinecke. Ja. Und der baut sich scheinbar ein geheimes Untergrundversteck mit Militärausrüstung mitten im Wald. Wir gucken mal, ob wir was zu meckern finden. Wahrscheinlich schon. Es Und ist nicht unwahrscheinlich und deshalb schauen wir uns das Ganze jetzt einfach mal an. Wir haben Bock. wir gehen rein. Hey Leute, ich bin's Fritz und heute möchte ich einen geheimen Untergrundshelter bauen. Die Inspiration dazu habe ich vom Beobachtungsversteck der Fernspäher. Ich möchte allerdings jetzt keine Beobachtungsschlitze mit einbauen, sondern alles komplett dicht machen. Mein Ziel ist es, dass der Shelter von außen absolut unsichtbar ist und mit der Umgebung verschmilzt. Dann gibt es eine kleine Luke, die natürlich ebenfalls getarnt ist, die dann in das Innere des Verstecks führt. Ich habe einen passenden Platz für den Shelter gefunden. Bevor wir jetzt loslegen, machen wir ein kleines Loadout und ich zeige euch im Schnelldurchlauf, was ich alles so dabei habe. Ah, und da hat er sich dann wahrscheinlich gedacht, okay, ich zeig's doch nochmal im Detail in Ja, One-Take ja. und lad's woanders hoch. Smarter Mann. Ich habe den Rucksack vorhin einmal durchgewogen. Wir kommen auf 19,5 Kilo. Stark. Ganz wichtig, das ist keine Ultraleittour. Ich mache hier keine ewigen Kilometer. Ja, ich habe einfach ordentlich eingepackt, was ich brauche. Und da eher auch das militärische, robuste Zeug. Wir haben mit dabei etwas Hasendraht zum Abtarnen der späteren Eingangsluke. Zwei. Für alle, die jetzt den Herrn aus dem Video verwechseln, nee, mit dem haben wir noch nicht zusammen gemacht, aber ich glaube, das ist sein Vetter dritten Grades, Schmitz-Heinecke heißt der. Und mit dem haben wir schon mal so ein Insel-Overnighter gemacht und ganz früher auch mal auf dem Kanal so ein FAQ mit dem Herrn. Das ist ja schon 1000 Jahre her, Das ja. ist schon Hey. ewig her, ja. Ja. Gewebe zum Verbauen, damit das Ganze wasserdicht ist. Einmal 2x3 Meter und 3x4 Meter, weil ich mir nicht ganz sicher war, was wir wirklich brauchen werden. Hier ist etwas Kleidung. Da haben wir eine Regenjacke, ein Heavy Fleece, Handschuhe mit Karabiner, einen Schlauchschal, eine Cap, dicke Socken zum Schlafen und einen Poncho. Wir haben 3 Flaschen und somit auch 3 Liter Wasser, einen kleinen Kochtopf mit passender Ich glaube, der Tasche. ist aus Wenn der Titan, der verrußt ist, Kochtopf. macht er uns alles extrem Das kann dreckig. sein, ja. Ein Espekocher, ein Feuerzeug mit Panzerteil, etwas Paracord, eine kleine Rolle Du Draht, Fuchs. einen Göffel. Dann habe ich hier so kleine Boxen, die ich selbst gebastelt und lackiert habe mit Teelichtern drin, dass wir das Versteck eventuell auch ein bisschen ausleuchten können. Eine Kopflampe, ein Klappspaten, eine Säge, ein Messer und ein Multitool. Eine Erste-Hilfe-Set, ein MRE. Da sieht man das Messer jetzt auch mal so ein bisschen besser. Es sieht nicht bökerig aus, finde ich. Also, ja, militärische Notration der Amerikaner ausgelegt auf 12 Stunden, hat glaube ich 1250 Kalorien so im Schnitt. Dann haben wir meinen Rucksack, irgendwas um die 50 Liter ganz grob. Hier unten drin ist noch ganz wichtig, ist ein Biwaksack, eine Isomatte und ein Schlafsack. Lasse ich jetzt aber drin, weil es gerade ein Ey, ist bisschen ein geregnet hat. Schlafsacksystem ist da drin. Und dann haben wir noch Ja, das ist ziemlich. das TTS. Rate ich jetzt einfach mal. Wahrscheinlich ist es das TTS. Man weiß es nicht genau, aber ich würde mal drauf. Das ist Also, 100. Also ich. warte, Röntgenblick an. Ist es. In Multicam Black, würde ich sagen. Also, da bin ich. Also, zu 100% rate ich jetzt, dass Multicam Black ist. Das kann ich mir sonst nicht vorstellen. Raincover. Gerade noch ein ungefähr 20-minütiges Loadout-Detail-Video für den Gear-Kanal gedreht, wo ich nochmal ein bisschen auf eigene Erfahrungswerte Ja, das werden wir uns eingehe nachher auch noch angucken. Und alles im Detail erkläre, auch ein bisschen nett. Ja, wir korrigieren natürlich TSS, heißt das System natürlich. Haben wir uns eben versprochen. Wir wollten Kommentare provozieren. Genau. Das ist welche Marken. Wen das interessiert, gerne auf dem Gear-Kanal vorbeischauen. Den Link dazu packe ich euch in die Videobeschreibung. Der erste Spatenstich. Ah, okay. Das braucht er nachher zum Zudecken wieder. Smart, haben wir nie gemacht. Wir haben auch nie einen Stealth-Schalter Ja. gebaut. Bevor es jetzt gleich in die Tiefe geht, hebe ich erstmal die oberste Gras- und Moosschicht, ja, sorgfältig ab, lagere die ein bisschen zwischen, damit ich später, wenn das Loch abgedeckt wird mit der Folie, alles wieder ordentlich abtarnen kann. An der Stelle kann man schon mal sagen, ist eine richtige Drecksarbeit. Oh, ist das Stimmt. viel Arbeit, Freunde. Oh.
ganz wichtig, ich habe hier natürlich jetzt keinen militärischen Anspruch oder so. Ja, die Inspiration ist, wie gesagt, von den Fernspähern. Aber die machen das natürlich mit mehreren Leuten, mit vielleicht noch größerem Werkzeug. In der Nacht, mit Rotlicht, mit Rundumsicherung, ja, hinter feindlichen Linien, was auch immer. Ich bin hier Szenario! Ja, Bushcraft, Military Bushcraft, wie auch immer man das nennen möchte. Und mein Anspruch ist, dass das Ende... Military Bushcraft ist doch dann Mushcraft, oder? Ja, theoretisch schon, ja. Eigentlich schon, ne? Ja. Ergebnis, schön getarnt ist das. Wenn man hier später langläuft, einfach nichts davon sieht. Oh, als ob er sein eigenes Grab aushebt da. Schön sandig der Boden schon mal, ist schon mal nicht schlecht. Auch weit weg von Bäumen, schon mal wenig Wurzeln eigentlich. Ja. Boah, Digga, was hat er vor? Er muss da drin sich bewegen können und schlafen können, ne? So, ich denke, wir haben die optimale Größe. Ich habe hier genug Platz, auch oben und unten noch ein bisschen, weil der Schlafsack braucht ein bisschen Volumen. Ja, das passt perfekt. Und hier habe ich nochmal einen schönen vorgelagerten Bereich für den Rucksack. Das wird richtig, richtig viel Arbeit. Der Grundriss... Das erinnert mich an das Ausschachten von unserem ersten Grubenhaus damals. Es ist nichts anderes vom Prinzip her, ja. Ja, das ist... Das boah, das für... das hat so lange gedauert, Mann. Ich bin mal gespannt, wie tief will er kommen und wie lange will er schippen, ey. Wie das bei uns aussah, weil da kam ja auch so gelbe Erde, dann war das oben, dann war... Wir hatten so einen gelben Berg dann auf einmal. Ja. Boah, Alter. War richtig nervig. Ja, damals haben wir auch noch alle mit dem Klappspaten gemacht. Das haben wir auch mit Klappspaten gemacht damals. Und also geisteskrank groß haben wir das gemacht. Jetzt heißt es wie ein Maulwurf, richtig schön nach unten graben. Ja, mir graut's ein bisschen davor. Oh, stimmt, der muss ja die ganze Erde noch wegschleppen. Das ist eine Drecksarbeit. Hör mal auf. Szenario, ihr hört es im Hintergrund, die feindlichen Helikopter sind schon auf der Suche nach mir. Spaß. folgende Situation, das, was Zeit kostet, ist das Wegtragen mit der Plane, dort hinten hin, ausschütten, wieder zurücklaufen. Na sicher. Deswegen habe ich mich jetzt für folgende Sache entschieden. Es sieht zwar vielleicht nicht ganz so schön aus, aber ich werde den kompletten Aushub als kleinen Mini-Hügel ringsrum verteilen. Damit spare ich mir die Wege und komme deutlich schneller voran. Und muss natürlich dann im Nachhinein dafür sorgen, dass das nicht zu hoch wird, weil ich mir natürlich von der Distanz nicht mit einem Hügel gesehen werden. Und ich muss das natürlich auch später noch abtarnen. Aber dieses ganze Erdreich ist einfach viel zu viel, um das hier mal eben schnell wegzutragen. Jupp. Ja, wie viel wird das sein? 2 Meter lang, ein bisschen was über 1 Meter breit und wenn er 1 Meter tief ist, Alter? Das ist sehr viel. Hast du schon 4 Kubikmeter Erde? ein Kubikmeter Erde hat eine Tonne oder sowas, ne? Also deswegen haben wir das auch krank. Damals gleich einen Wall gemacht, weil das war uns schon klar, dass das zu viel Arbeit ist, wegzukauen. Die Mucke ist wie so in so einem Taktik-Shooter. Oh, da hinten sehe ich Baggerspuren. Oh, 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 was ist da los? Also Erde ist auf jeden Fall schon mal gut für die Arbeit. Ja, das stimmt. Ey, der kommt auch richtig gut voran, ey. Krass. Ei, ei, ei. Oh, Freunde. Oh. Ich habe mein eigenes Grab geschaufelt. Mal von hier gucken. Der Gag an der Sache ist, ich muss noch tiefer. Gar kein Bock. Ich möchte ja hier aufrecht drin hocken. Ich muss schon noch mal 30 cm tiefer. Ich glaube, das filme ich aber nicht. Ihr habt schon genug gebuddelt für das Video gesehen. Puh. Das ist ja ziemlich der Punkt, wo dann der Bagger kommt, müsst ihr wissen. Ja, also da kommt jetzt der Bagger in Weil gefahren, hebt den Rest aus. Da ist wahrscheinlich ja noch Homebuild Solution mit involviert. Und dann, jetzt kommt der Cut 3 Stunden später und jetzt geht's weiter. Richtig. Boom, Leute. Ich würde sagen, das Projekt ist etwas eskaliert.
Warum filmt er nicht zu der Seite? Komisch, was ist da? Gekommen. Ich kann mich hier entspannt hinhocken und ja, es mir gemütlich machen, wenn das fertig ist. Ich habe auf der Seite hier noch eine kleine Sandstufe gelassen, damit ich überhaupt rauskomme. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall morgen eine Leiter bauen, sonst kommen wir hier gar nicht mehr raus. Gar keine Chance. Und tatsächlich ist jetzt etwas passiert. Ich habe schon eine Lösung dafür. Das heißt aber, das Projekt eskaliert noch mehr. Und zwar, die Wand ist eingestürzt. Wir haben natürlich wirklich nur feinsten Sand. Das macht das Graben extrem einfach, aber die Stabilität ist natürlich so eine Schwierigkeit. Das ist auch saugefährlich, ne? Jupp. Wenn du da drinnen stehst, am Schippen bist und die, so eine Seite komplett krachen geht und du da begraben wirst, nicht so cool. Jupp. Tatsächlich ein wenig Angst, wenn ich jetzt hier oben Balken drauflege und dann da noch ein bisschen Sand drauf kommt, dann noch Abtarnung und so weiter, dass mir das hier alles komplett zusammenbricht. Deswegen bin ich am Überlegen, die kompletten Seitenwände mit Sandsäcken auszukleiden. Wir haben Was? Ja genug Sand da. Mit Sandsäcken? Ich habe mal durchgerechnet, ich glaube, wir brauchen 100, 150 Stück vielleicht zu dem Dreh. Und dann könnten wir die befüllen. Ja, so wie wir es kennen vom Hochwasser. Hä, aber die hat er doch jetzt gar nicht mit, oder hat er jetzt... Ich glaube, dann geht der öfter hin und zurück, hin und zurück, hin und zurück. Ich meine, dass der in seinen Stories auch gesagt hat, dass das nicht nur an einem Tag passiert ist. Der hat da irgendwie 4, 5 Tage dran gearbeitet. Okay. Und dann könnte man wirklich hier das ganze Ding komplett dicht machen. Das heißt aber auch, dass wir den Shelter wahrscheinlich noch ein bisschen erweitern müssen, weil... Ja, sonst hätte ich auch Platz. Ja, klar. Das ist jetzt eine schöne Fläche, aber wenn quasi bis hier überall noch Sandsäcke hinkommen, zack, 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 dann ist auf einmal kein Platz mehr. Der Schalter an sich wieder ganz schön schmal. Der Rucksack ist wieder gepackt, ich habe das Projekt etwas unterschätzt, aber das kennt er mittlerweile von mir. Ich muss noch ein paar Materialien besorgen und ich brauche auf jeden Fall noch deutlich mehr Zeit, um das Ganze ordentlich und sauber fertigzustellen. Weil das soll natürlich nicht nur mal für eine Nacht sein, sondern schon ein Schalter, den man auch öfter mal benutzen kann. Also. Für mich vergeht jetzt eine Nacht, für euch geht's direkt weiter. Also bei uns würden Leute jetzt schreiben, wir haben eine Todesfalle für Tiere gebaut, wie können wir nur? Ich sag's nur. Das haben die Leute bei uns geschrieben. Aber gut. Steht bei ihm bestimmt auch unter dem Video drunter. Moin Leute, wir haben Tag 2. Ich habe mich gestern noch im Hintergrund um die Jutesäcke gekümmert. Das dauert jetzt so 2 bis 3 Tage, ehe die da sind. Und deswegen möchte ich den heutigen Tag dafür nutzen, um... erstens die Leiter zu bauen, damit wir ordentlich in das Versteck reinkommen. Und ich möchte noch genug Material sammeln für die Dachkonstruktion. Und ihr seht schon im Hintergrund, ich habe mir dafür hier eine Fläche mit ordentlich Totholz ausgesucht. Das ist auch so eine Mistarbeit. Ist eigentlich auch nicht blöd, die Taktik, ne? Was? Erst das eine... so final auszustemmen, in Anführungszeichen, dass du das exakte Maß hast, wie breit es sein muss. Aha. Und dann erst die andere Seite dafür zu machen. Also zumindest, wenn man draußen ist. Ja, ja. Weil wir hatten ja manchmal das Problem, dass es dann zu klein oder zu breit war. Ne? Ja, stimmt. Also ich glaube, das ist mal ein guter Impuls, den uns der junge Nachwuchs-Bushcrafter mitgegeben hat. So, ihr habt es gerade schon gesehen, ich habe jetzt hier so Vertiefungen gemacht und hier auch nochmal Abflachung, dass wir schön wirklich hier flach auf flach haben, damit natürlich auch die Kraft übertragen, wenn wir hier oben drauf gehen, sich richtig schön hier rein fressen kann. Und jetzt nageln wir den Bums fest. Nageln? Tatsache! Also ich sag mal, spätestens da wärst du mit der Fernspähgeräuschtarnung vorbei.
Thema Geräuschtarnung. Ich mache natürlich hier gerade extrem viel Lärm und wenn ihr irgendwer unterwegs sein sollte. Ja, gut. Ja, bin ich quasi sofort aufgeklärt. Und mein Versteck auch. Das will ich natürlich nicht. Deswegen baue ich die Leiter hier auch ja, mehrere Kilometer tatsächlich entfernt von dem eigentlichen Lager. Weil ich hier natürlich auch anderes Material habe. Und wenn das Ding fertig ist, spanne ich mir das an den Rucksack und dann geht's Richtung Versteck. Das ist fürs Szenario, Andi. Szenario! Das ist schon mal schön stabil. Sehr gut. Nägel sind so ein Gamechanger. Ja, es ist ja so. Diese Pisse früher immer mit den Holznägeln. Also ich meine, das war eine coole Zeit, so. Aber es hat halt keinen Mehrwert, so. Sind nicht ganz schön lang, die Leiter, Alter? Braucht der nicht nur eigentlich 2 Stufen und fertig? Ja, aber weiß, wer tief er noch will, du. Ja, das stimmt. Ich bin auf jeden Fall mega zufrieden mit der Leiter. Es kann sein, dass sie ein Stück zu lang geworden ist. Wir werden es ja gleich im Schön, dass eure Videos so viele junge Leute wie diesen Fritz inspirieren, auch mal was draußen zu machen. Stimmt, stimmt. Das ist doof, ey. Ey, wie der Chat auch voll mitzieht, ey. Das ist geil. Nägel haben wir in die Flasche sogar gepackt, ja. Psst, nicht spoilern. Das haben wir doch auf unserem Kanal. Psst, nicht spoilern. Das Video könnt ihr euch angucken auf unserem Kanal, hä? Der Flascheninhalt. Ja, haben wir reingepackt. Und ja, ruhig ansonsten schon mal ein bisschen Material fürs Dach zusammen und nehmen das auch gleich mit. Eine Lastenkraxe. So ein bisschen. Stimmt. Sieht irgendwie richtig so. Cool aus mit der Leiter da am Rücken. Das Loch ist noch da. Aber. Aber. Die Wände sind komplett krachen gegangen. An 2 neuen Stellen eingestürzt. Das heißt, wir kommen auf jeden Fall nicht drum herum, das mit Sandsäcken richtig komplett auszukleiden. Da seht ihr es schon, da drüben. Boah. Ja, Müll. Hier an der Seite. Fuck, ey. Huhuhu. Aber jetzt gucken wir. Ja, das ist halt so die Krux an Sand, ne? Kommst leichter rein. Wenn keine Bäume dagegen sind, ist es auch nicht so verwurzelt, aber es hält halt auch nichts, ne? Ja. Märkische Böden, märkischer Sand, ey. Lass mal die Leiter von den Maßen her passt. Doch, ist doch ganz schön tief, krass. Ich denke, ich hatte ein ganz gutes Augenmaß. Ich würde hier oben vielleicht noch was abschneiden und die noch ein Stück einbuddeln, dass wir dann mit dieser Strebe hier später irgendwann genau auf diese Kante kommen. Aber es sieht doch sehr, sehr gut aus. So, und hier seht ihr jetzt nochmal das, was Alter. Alles rausgebrochen ist. Hier auch komplett eingestürzt über Nacht. Das war das von gestern und das ist gestern beim Bauen schon direkt eingekracht. Das Ding fällt jetzt gerade extrem auf. Das Ziel ist es natürlich, dass man da immer nichts mehr von sieht. Hä, so schlimm ist doch gar nicht. Einfach ein heller Hügel im Wald. Der Wald erinnert mich so ein bisschen an den Wald, den wir mal in diesem Tipi-Video gesehen haben, ne? Ja, stimmt. Wo der dieses massive, riesige Tipi ja. gebaut hat. Ja. Ah! Was passiert denn jetzt? Hat er bestimmt eben gesagt. Ach, will er flach machen? Okay. Wir haben wieder einiges geschafft. Die Leiter ist fertig, die komplette Dachbalkenkonstruktion ist fertig. Die muss natürlich nochmal runter, weil alles mit Sandsäcken ausgekleidet werden muss. Das wisst ihr ja bereits. Und ich würde sagen, ich hole euch mal rein. Es wird ein Zweiteiler, ich riech's schon. Echt, meinst du? Ja. Puh, so sieht das Ganze mittlerweile aus. Von innen. Wir können auch nochmal einen Check machen, ob das hier passt von der Höhe. Sieht sehr gut aus. Wir haben auch noch ordentlich Platz hier drüber. So, dass wir ja auch später noch eine Isomatte draufpacken können, ohne uns den Kopf zu stoßen. Man kann sich hier drin irgendwie... Also, wir haben das ja alles schon mal gemacht mit so einem Sandboden. Ist quasi unser erstes Grubenhaus, bloß ein viel, viel kleiner. Ja. Ja. Und ich bin gespannt, wie es da mit den Sandsäcken ist, aber was wir halt damals richtig doll beschissen fanden, war, dass du halt überall Sand hattest. Ja.
Der war halt wirklich überall. Das ist ganz, ganz schrecklich. Wir wollten im Nachgang nochmal die Betten und den Bereich so auskleiden mit Holz. Dazu kam es ja leider nicht mehr, aber nur Sand ist Kacke. Ja, das haben wir dann beim zweiten Grubenhaus dann direkt ein bisschen angegangen und selbst da fand ich es noch schlimm. Zweite Grubenhaus? Na, das große, was abgefackelt ist. Achso, stimmt, das ist ja schon das zweite. Ja, genau. Ja. Also. Na gut, da fand ich nichts Kacke, da war ja kein Sand. Ne, im Eingangsbereich halt noch. Das fand ich ein bisschen nervig. Auf dem Boden oder was? Genau. Ja, alles andere war cool. Aber trotzdem hast du immer noch so ein... Achso, da. Ja. Na gut, da hätten wir alles pflastern müssen. Ja, genau. Das wollten wir auch eigentlich, aber dazu kam es ja dann nicht mehr. Ja, auf allen Vieren bzw. auf Knien aufgebeugt, das ist auch extrem wichtig. Ich kann sogar, wenn ich auf Knien bin, aufrecht sein. Ja, falls ich mal einen Rucksack von A nach B transportieren will. Die Steine sind ja noch alle auch noch da. Raushole, der gepflasterte Weg, der muss ja einfach noch da sein. Irgendwo unter der ganzen Erde muss das sein, ja. Ja, der liegt ja akkurat trotzdem drin. Egal, ob es einstürzt, der liegt ja trotzdem da. Müsste liegen, ja. Die müssen wir noch rausholen, die Steine. Das waren da richtig viele gute, flache Steine. Die muss irgendjemand dann nochmal rausholen. Das sind ja perfekte Steine, ne? Die waren ja alle flach, die waren ja, haben wir ja übelst lange gesammelt. Die brauchen wir wieder. Irgendwie rumhantieren ist das schon recht wichtig, dass wir eine gewisse Tiefe bzw. Höhe hier drin haben. Ja, Freunde, ich habe noch genug Energie, hätte Bock direkt hier weiterzumachen, die ganzen Wände auszukleiden, das Dach. Aber die Säcke sind noch nicht da. Alles fertig zu machen, den Einstieg zu bauen. Es ist noch einiges zu tun, aber wir müssen uns noch etwas gedulden. Ich muss auf die Sandsäcke warten. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, ja, und im nächsten Teil auch wieder mit dabei seid, dann gerne den Kanal abonnieren und ach so. Fall, Daumen nach oben und dann. Was meinst du? Wart, okay. Ja. Ich finde die Idee mit den Sandsäcken in der Tat ziemlich geil. Hm? Also stelle ich mir ganz cool vor, wenn es dann so innen drinne, das ist dann wahrscheinlich so richtig so ein bisschen bedrückende Stimmung sogar. Ja, freue ich mich auf den zweiten Teil, da bin ich gespannt. Ja.